in Betten gekommen seid. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir sind hier gerade da drüben, unsere bulgarischen Freunde. Heute ist für die Bulgaren Ostern. Die haben einen anderen Kalender und unsere bulgarische Gruppe wird heute Nachmittag noch Gottesdienst feiern, obwohl sie letzten Sonntag auch schon hatten, um einfach Ostern zu feiern. Aber Jesus ist auferstanden. Super, ne? Gut. Es geht um Gnade und Gnade ist ein total wichtiges Thema. Es ist absolut zentral für das, was wir als Christen glauben. Es unterscheidet uns auch von anderen Religionen. Da spielt Gnade nicht so die Rolle wie bei uns, das muss man echt sagen. Und wir sagen, Gnade ist in allem drin. Dass wir leben, ist Gnade. Jeder Atemzug, den wir tun, ist ein Geschenk. Dass wir Gott finden können, ist Gnade. Dass wir im Glauben leben können, ist Gnade. Und es hört nicht auf. Es ist nicht so, wie manche denken, bis du Christ wirst, ist es ganz super, dass Gott gnädig ist. Du kannst kommen, wie du bist und dann vergibt er dir. Und dann fängt so das Powern an, ne? Das Leistungsprogramm. Jetzt bewegen wir was für Jesus. Das machen wir hoffentlich auch. Aber auch das, was wir für ihn tun, mit den Gaben, die er uns gegeben hat, ist alles Gnade. Wir können überhaupt keinen Finger rühren, ohne dass die Gnade Gottes da irgendwo mit drin wäre. Martin Luther hat es formuliert, sola gratia, allein aus Gnade. Es gibt nur Gnade, es gibt nicht Gnade und, sondern eben nur Gnade und in allem Gnade und für alles. Und wir leben jeden Tag von der Gnade, von der Barmherzigkeit, von der Güte, von der Treue, die Gott uns zeigt. Darum geht es in dieser Reihe. Und heute fangen wir an mit der Fragestellung, wie kann ich glauben? Und da geht es vor allem um diese Frage, wie wirkt sich die Gnade Gottes aus in meinem Leben auf dem Weg zum Glauben, dass ich überhaupt glauben kann? Was passiert da alles im Vorfeld und in den entscheidenden Tagen und Stunden und Minuten und Momenten, dass ich den Glauben ergreifen kann? Denn so einfach ist es ja nicht. Wenn ihr ein paar Leute kennt, dann wisst ihr, die Wege, die Gott mit Einzelnen geht, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und was Einzelne dann so im Rückblick erzählen oder wie sie das empfunden haben, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Gerade in der Frage, wie wir zum Glauben hinkommen. Da gibt es Leute, die sagen, ja, ich war mal so ein ganz blanker Heide, dann habe ich eine mega Bekehrung erlebt, dann gibt es vorher und nachher und seit ich Christ bin, ist alles gut, alles paletti. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich bin da so ganz langsam reingewachsen, von klein an, das ist immer ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie es ohne Gott gewesen wäre. Das hat immer dazugehört und ich lebe einfach so in der Beziehung zu Gott. Es gibt Leute, für die ist das eine riesen Herausforderung, obwohl sie Christen sind, immer wieder neu zu glauben, weil sie von Zweifeln geplagt werden, weil sie immer wieder so grundsätzliche Fragestellungen haben, wie kann Gott und warum und ist er überhaupt da und so weiter und so fort. Es gibt Leute, die einen langen, langen Weg haben und es gibt Leute, da geht es relativ schnell. Also auch wenn jemand sich anfängt für Gott zu interessieren, dann gibt es da sehr, sehr unterschiedliche Erlebnisse. Bei manchen geht es innerhalb von 2 Tagen, bei anderen dauert es 10 Jahre, bis sie von dem, dass sie anfangen, ihr Herz für Gott zu öffnen, bis sie wirklich Ja sagen können zu ihm. Ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich kenne Leute, die allen Ernstes wirklich durchbrechen wollten zum Glauben, die sagen wollen, ja, das will ich will an Gott glauben können und sie haben es jahrelang einfach nicht irgendwie erlebt. Es ging nicht in den Kopf rein, es waren immer so diese grundsätzlichen intellektuellen Barrieren da oder sie haben es irgendwie im Kopf gehabt und sagen, es rutscht aber nicht runter in mein Herz, ich finde da emotional einfach nicht richtig in dieses Vertrauen rein zu Gott, in diese Liebesbeziehung. Es ist nicht immer einfach zu glauben. Und in jedem Fall, wenn jemand Christ wird, wenn jemand sein Leben öffnet für Gott, ist es ein Wunder, dass es passiert. Und es hat ganz viel mit Gnade zu tun. Das ist heute unser Thema, wie Gott uns überhaupt so weit bringt, dass wir glauben können. Wie kann
ich glauben? Und das hat natürlich mit der Fragestellung zu tun, hey, können wir uns Glauben überhaupt aussuchen? Ist das einfach so eine Entscheidung, die du triffst, wie ob du jetzt Auto fährst oder Fahrrad fährst? Und da geht es um so ganz grundsätzliche Fragestellungen, hat der Mensch überhaupt einen freien Willen? Und ist das bei jedem irgendwie vergleichbar oder ähnlich? Gibt es Leute, denen das Glaube halt in die Wiege gelegt und andere, die können es gar nie und es ist halt irgendwie Schicksal oder so? Wie sehen diese Zusammenhänge aus? Da schauen wir mal ein bisschen genauer hin und steigen ein bei dieser Frage nach dem freien Willen. Hat der Mensch einen freien Willen? Und ich finde, es ist ein sehr aktuelles Thema. Ihr habt es verfolgt so die letzten Wochen, was da alles lief, dieser ganze Datenskandal bei Facebook und was diese Leute da alles getrieben haben bei Cambridge Analytica und was sie alles versprochen haben. Und kann man nicht sagen, okay, hat jeder wissen können, dass es mal so rauskommt. Ne? Jeder, der auf Facebook ist, der weiß doch, dass die schlimme Sachen machen mit deinen Daten. Und dann wissen wir, okay, es gibt nicht nur Facebook, wir wollen gar nicht wissen, was die anderen machen. Mir fällt ja dieser Witz ein. Ich muss den kurz erzählen. Ja, hallo? Ist da die NSA? Ich habe meinen Einkaufszettel daheim vergessen. Ihr wisst doch bestimmt, was ich einkaufen wollte. Okay, also wir wissen, die wissen alles von uns. Aber was das wirklich Erschreckende dran ist, für mich eigentlich, das ist, was für eine Überzeugung die haben über uns und unser Leben, dass eigentlich diese Datensammler und wer da alles so dahinter steckt, die gehen davon aus, dass wir alle fernsteuerbar sind. Wenn du genug weißt über einen Menschen, dann kannst du ihn so beeinflussen, dass er am Ende macht, was du willst. Und das verkaufen die ihren Kunden so. Wir schaffen das, dass die Leute hinterher das wählen, was ihr wollt. Oder das kaufen, was ihr wollt. Und da frage ich mich, hey, ist es wirklich so schlimm? Cambridge Analytica wirbt mit diesem Slogan, Data-driven, jetzt habe ich vergessen, sechstes, Behavior, auf jeden Fall auf Deutsch, datenbasierte Verhaltensmanipulation oder Änderung. Also ihr müsst einfach nur bestellen, was ihr haben wollt, und wir kriegen es dann schon hin, dass wir die Leute dahin bringen, dass sie machen, was ihr wollt. Und so auf diese Art und Weise werden Wahlen gewonnen und alle möglichen sonstigen Dinge entschieden. Und da fragst du dich echt, hey, ist es wirklich so schlimm? Sind wir so Marionetten? Kann man mit uns so umspringen, dass jeder von uns irgendwann das macht, was irgendjemand will, der teuer dafür bezahlt? Man kann es auch einfacher machen. Stell dir vor, du stehst im Supermarkt vor einem Regal mit Joghurtbechern und du möchtest einen Joghurt kaufen. Welchen nimmst du? Ist andersrum gefragt, ist es einfach so eine freie Entscheidung, die du triffst innerhalb von ein paar Sekunden? Oder was spielt da alles eine Rolle dabei? Was ist alles in deinem Unterbewusstsein da aktiv und was spielt sich alles in deinem Hirn ab, dass du den nimmst, den du am Ende nimmst? Das hat was mit unserer Persönlichkeit zu tun, das hat was mit unserer Geschichte zu tun, das hat was mit Werbebotschaften zu tun, die uns eingetrichtert worden sind und mit Lieblingsfarben und was weiß ich was alles. Ne? Da gibt es diese ganz stetigen Leute, die sagen, ich nehme immer denselben. Almigurt von Ehrmann. Seit Jahrzehnten gibt es den schon, da weiß man, was man hat, Kirsch oder was auch immer. Aber bist du wirklich frei, wenn du immer denselben nimmst? Oder bist du irgendwie in dir gefangen? Kann man ja Frage stellen. Oder die Leute, die sagen, so bin ich überhaupt nicht. Ich kaufe immer was anderes. Ich probiere das Neue. Ich will immer was Cooles, Neues ausprobieren und so. Bist du dann trotzdem frei, wenn du den nimmst? Oder was spielt alles eine Rolle? Der Teure muss der Beste sein. Oder ich nehme lieber was Günstiges, bestimmt auch nicht schlecht. Oder ein Joghurt, der so richtig schön grün verpackt ist, wie so eine irische Weidewiese, der muss doch gesund sein.
Oder wenn draufsteht, die super duper XYZ Milchsäurebakterien bla bla bla, dann beeindruckt uns das vielleicht, obwohl in allen Joghurts genau dieselben Dinger vielleicht drin sind, steht nur bei manchen kleiner gedruckt. Also nach was für Kriterien entscheiden wir, wenn wir da zugreifen? Und ihr könnt euch sicher sein, wir denken, das ist meine freie Entscheidung, ich nehme den Joghurt, aber da sind Millionen investiert worden, um diese Entscheidung zu beeinflussen. Von cleveren Leuten, die nichts anderes machen den ganzen Tag, als hinzukriegen, dass wir den richtigen Becher schnappen. Wie frei sind wir wirklich in unseren Entscheidungen? Das ist eine gute Frage. Und da kannst du wirklich Angst kriegen, wenn du drüber nachdenkst und dich fragen, hey, sind wir als Menschen nicht einfach wie so eine Art Knetmasse in den Händen von Menschen, von anderen, die uns so richtig geschickt manipulieren können, irgendwelche Datensammler, irgendwelche Produktentwickler und Werbepsychologen und Leute, die irgendwelche Fake News verbreiten, um uns damit in ihre Richtung zu lenken und so? Oder was ist wirklich noch unseres in dem Ganzen? Sind wir ferngesteuerte Marionetten oder freie Menschen? Wir heben das jetzt mal von der Joghurt-Ebene ein bisschen höher. Zu dieser grundsätzlichen Frage wirklich, haben wir als Menschen einen freien Willen, ja oder nein? Und das ist wirklich eine wichtige Fragestellung, die alle möglichen Disziplinen beschäftigt, wissenschaftlich und so. Das ist eine Riesenfragestellung in der Philosophie, seit Sokrates mindestens. Es ist eine wichtige Fragestellung in der Psychologie, wo sich wirklich Wissenschaftler damit beschäftigen, hey, wie ist das, was manipuliert uns alles, was ist vorgegeben, wo kannst du dich nicht gegen wehren als Prägung, wo kannst du dich nicht dagegen wehren als Erbgut und so weiter. Und was ist, hast du dann eigentlich noch für einen Spielraum? Es ist eine wichtige Fragestellung in der Neurobiologie, was läuft in unserem Hirn ab, wenn welche, was für Substanzen bewirken was die und welche Verbindungen gibt es da und so weiter. Es ist auch eine wichtige Frage in der Theologie, wenn es um den Glauben geht. Wie sieht Gott uns? Sind wir frei oder sind wir unfrei? Und wenn man diese Frage verantwortlich beantworten will, dann muss man sagen, wir müssen da zwei Bereiche grundsätzlich trennen. Und da gibt es unterschiedliche Antworten dazu. Das eine ist der Bereich des Handelns. Oder man kann auch sagen, der Bereich der Ethik. Und da ist die Antwort, die wir geben müssen, der Mensch ist eher zumindest ein freies Wesen. Er hat einen freien Willen. Er kann Ja oder Nein sagen zu vielen Dingen, die ihm einfach als Entscheidung aufgedrängt werden. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dazu ein Ja haben. Als gesamte Gesellschaft ist es sehr, sehr wichtig. In vielen, vielen Lebensbereichen spielt es eine entscheidende Rolle. Wir gehen davon aus, dass ein Mensch so oder anders sich entscheiden kann und dass er die Wahl hat. Wenn das nicht so wäre, dann könnten wir uns ganz, ganz viele Dinge sparen. Dann bräuchten wir uns keine Mühe geben, Kinder zu erziehen. Denn wir wollen ja, dass die richtigen Dinge lernen und dann hinterher richtig entscheiden können und die richtige Wahl dann treffen. Und meistens klappt es ja auch. Manchmal können Kinder auch sich falsch entscheiden, Erwachsene auch. Oder wenn wir nicht davon ausgehen würden, dass es eine freie Entscheidung gibt, dann würde es keinen Sinn machen, dass wir Gesetze erlassen. Dass es sowas wie ein Strafrecht gibt, dass wir sagen, wenn einer was Falsches tut, dann wird er zur Rechenschaft gezogen. Dann kommt er vor Gericht, dann muss er sich verantworten. Wenn wir das nicht hätten, dann müssten wir keine Spielregeln erlassen in unserem Miteinander. Und es gibt wahnsinnig viele, dann können wir uns die ganze Straßenverkehrsordnung sparen. Dann bräuchten wir nirgendwo eine rote Ampel hinstellen oder eine Ampel, gibt es auch mal grüne. Aber wir gehen davon aus, dass der Mensch in der Lage ist, wenn er auf eine Ampel zufährt und die ist rot, dass er anhält. Das ist Freiheit. Eine freie Entscheidung. Und wenn wir nicht davon ausgehen würden, dass es im Bereich des Handelns diese Freiheit gibt,
dann würde unser Zusammenleben kollabieren. Wir rechnen damit, dass Menschen richtig und falsch entscheiden können und dass sie meistens das Richtige tun. Glücklicherweise. Das gilt für diesen Bereich der Ethik, der Moral, der Beziehungen, des Handelns. Aber dann gibt es den anderen Bereich des Glaubens, wenn es um Gott geht. Und da sie diese Antwort auf die Frage, hat der Mensch einen freien Willen, anders aus. Da lautet die Antwort eher nein. Das ist jedenfalls der breite Konsens der Leute, die sich damit befasst haben. Muss aber dazu sagen, ist nicht ganz so eindeutig. Es gibt da völlig gegensätzliche Meinungen dazu, schon immer. Die einen sagen so, die anderen sagen anders. Allerdings ist es so, dass die Leute sagen, die sagen, der Mensch hat einen freien Willen Gott gegenüber, waren immer extrem in der Minderheit. Das Ganze sieht also so aus. Die einen sagen, ja, der Mensch kann sich frei für Gott entscheiden. Er muss halt überlegen, was er will. Manche machen vielleicht auch das Falsche, aber wenn ich will, dann kann ich mit Gott leben. Das ist die eine Position, das ist eine Extremposition, die immer wieder mal vertreten wird und wurde. Die anderen sagen, nein, das geht von vornherein nicht. Denn wir als Menschen kommen in einem schwierigen Zustand auf die Welt. Wir finden in uns eine Neigung, uns von Gott loszusagen. Wir finden in uns eine Neigung, nichts mit Gott zu tun haben zu wollen. Wir wollen es selber schaffen. Wir lehnen uns auf gegen Gott. Wir werden geboren, wie Paulus sagt, in Feindschaft gegen Gott. Seit Adam und Eva ist es einfach so ein Schicksal oder so ein, einfach eine feste Prägung, die auf den Menschen liegt. Und deshalb können die gar nicht hergehen und sagen, aber ich will das jetzt ändern. Wir laufen von Natur aus vor Gott davon und können nicht aus eigener Kraft umdrehen. Das sagen diese Leute, die sagen, der Mensch hat keinen freien Willen im Blick auf Gott und den Glauben. Und das war immer die große Mehrzahl der wichtigen Leute in der Kirche, der Theologen und so. Und dieser Streit, der geht wirklich schon ewig. Hat in der alten Kirche schon angefangen zwischen Augustinus, der gesagt hat, der Mensch hat keinen freien Willen Gott gegenüber, und Pelagius, der die andere Position vertreten hat. Das gab es in der Reformationszeit. Zwischen Luther, der gesagt hat, der Mensch hat keinen freien Willen, und Erasmus von Rotterdam, berühmter Humanist, der das Gegenteil vertreten hat. Das Ganze hat sich dann noch gesteigert in den Folgejahren in der reformierten Kirche. Die extremste Position in dieser Sage, der Mensch hat keinen freien Willen, wenn es um Glauben und Gott geht, wurde von Calvin und der reformierten Kirche vertreten, die dann sagen, Gott hat vor Anbeginn der Welt schon festgelegt, wer zu ihm finden wird und wer nicht, wer erwählt ist und wer nicht. Man nennt es die sogenannte doppelte Prädestination, die doppelte Vorherbestimmung. Du hast selber eigentlich gar keinen Einfluss drauf, keine Wahl. Entweder du hast Glück und gehörst zu den Auserwählten, die zum Heil finden, die Gott bei sich, zu sich holt, oder du hast Pech und dann landest du eben in der Hölle. Das ist jetzt kein Witz von mir, das glauben viele, viele Leute ernsthaft. Und es hat eine ganz, ganz große Bedeutung gehabt, lange Zeit. Und eine Gegenposition damals, die entwickelt wurde, stammt von einem Holländer, den keiner kennt, das ist auch nicht so schlimm, der hieß Jacobus Arminius. Und er hat gesagt, so kann es nicht sein. Und er hat eine wirklich interessante Gegenposition entworfen, ist nicht so populär geworden damit, ist ihm auch persönlich nicht so gut gegangen damit, hat eine Kirche gegründet, die bis heute nur 10.000 Mitglieder hat. Es war einfach nicht so der große Wurf in den Augen der anderen. Aber da gab es einen Mann, der hat ihn quasi populär gemacht. Und seine Position im 18. Jahrhundert, und das war John Wesley, der Begründer unserer Kirche, der methodistischen Kirche, er hat gesagt, Arminius hat recht, und er hat alles dafür getan, hat sich mega dafür eingesetzt, dass diese Position
zum Tragen kommt. Und er hat sie wirklich, wenn man so will, salonfähig gemacht. Die erste, Wesley hat eine Zeitschrift veröffentlicht später, er hat sie genannt The Arminian Magazine, weil diese Position von diesem Holländer namens Arminius ihm so wichtig war, dass er sagte, das muss sich durchsetzen. Und ich kann euch sagen, hey, die meisten Christen, die ich heute kenne, die ganze evangelikale Bewegung und so, die sind alle von diesem Denken geprägt. Es weiß nur keiner, wo es herkommt. Und es kommt wirklich von Arminius und Wesley und ist daher dann eigentlich reingekommen in alle möglichen frommen Kreise, die wir heute so kennen. Was verbirgt sich genau? Und es ist eins vielleicht noch dazu. Es ist eine wichtige Fragestellung, wie wir an diesem Punkt entscheiden. Es gibt eine ziemlich breite Überzeugung bei Fachleuten, die sagen, dieses Denken von der doppelten Prädestination, du weißt nicht, ob du zu den Erwählten gehörst oder ob Gott dir keine Chance gibt, hat ganz weitreichende Konsequenzen gehabt. Das heißt ja, es gibt keine persönliche Heilsgewissheit. Du kannst nicht sicher sein, dass du ein Kind Gottes bist. Also haben die Leute angefangen, sich das selber beweisen zu wollen. Und sie haben gedacht, wenn mein Geschäft gesegnet ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ich zu den Auserwählten Gottes gehöre. Und das ist die Wurzel des Kapitalismus. Also es ist wirklich soziologisch eine ziemlich unumstrittene These. Also damit ist nicht alles erklärt, was es heute gibt im Raubtierkapitalismus, aber der Frühkapitalismus ist auf diese Art und Weise entstanden. Das sind solche geistlichen Zusammenhänge, haben wahnsinnige Auswirkungen rein in unheimlich viele andere Lebensbereiche. Ist auch wichtig für die Frage, wie wir als Kirchen und als Christen mit der Frage der Evangelisation umgehen. Muss man Menschen überhaupt zum Glauben führen oder kann man es sich gleich schenken, weil Gott von vornherein festgelegt hat, wen er am Ende bei sich haben will und wen nicht. Das ist eine interessante Fragestellung, ne? Gut. Also, ich erkläre euch ein bisschen, was John Wesley und Arminius vor ihm und sich da gedacht haben, wie sich das erklärt haben. Wesley hat das genannt, das ist die sogenannte vorlaufende Gnade oder man könnte auch sagen die vorausgehende Gnade. Die Gnade, die unserem Glauben und unserer Glaubensentscheidung vorausgeht, die wir vorher erfahren, die in unserem Leben wirksam wird, bevor wir überhaupt den Schritt in den Glauben reinmachen. Und das ist ein Versuch, diese beiden verschiedenen Positionen, die es davor gegeben hat, zusammenzuführen. Denn auf der einen Seite kannst du daran festhalten, dass du wirklich sagst, ja, der Mensch lebt ohne Gott. Wir werden reingeboren in einen gottlosen Zustand. Und wir können das nicht einfach von uns aus ändern. Normalerweise will jeder Mensch oder hat jeder Mensch in sich so eine Neigung, es ohne Gott zu schaffen und von Gott sich loszulösen und eigene Wege zu gehen. Und das würden wir aus eigener Kraft nicht einfach ändern können. Es kommt nicht der Tag, wo du plötzlich aufwachst und sagst, heute will ich das anders machen, heute will ich plötzlich mit Gott leben. Sondern da muss viel passieren in deinem Leben, dass du an diesen Punkt kommst. Und deshalb, weil Gott es eben nicht egal ist, wo wir landen, wo wir am Ende sind, er möchte alle Menschen bei sich haben, er will, dass wir den Weg zu ihm zurückfinden. Deshalb hat Gott eine Menge unternommen. Nicht nur so ganz grundsätzlich, dass er Jesus gesandt hat, dass Jesus für uns gestorben ist und so, das natürlich auch. Aber er wirkt in unserem Leben, in unserem Alltag an vielen Stellen und schenkt uns, dass wir am Ende glauben können, wenn wir wollen. Da können sehr, sehr viele kleine Dinge passieren. Es sind oft Kleinigkeiten, die da zusammenwirken. Und es gibt dann irgendwann so einen Punkt, wo wir sagen, jetzt habe ich es verstanden. Die Bibel sagt, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Das steht im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17. Glaube ist nicht etwas, was wir selber machen können. Du kannst nicht beschließen, ich glaube und dann klappt es. Sondern Glaube ist relativ schwierig. Und der Glaube ist immer eine Antwort auf das, was Gott
hineingesprochen hat in unser Leben, auf das, was wir von ihm empfangen haben, was wir gehört haben. Der Glaube kommt aus dem Hören. Wenn wir das Evangelium verstehen, die gute Nachricht von Jesus, was er für uns bedeutet, was er für uns getan hat, dann können wir antworten mit Glauben. Und auch der Glaube, der so quasi die Anfangsinitialzündung ergibt in unserem Leben, der wächst langsam aus Dingen, wo wir Gott begegnen im Alltag. Und da können über Jahre hin Kleinigkeiten passieren und am Ende landen wir an so einem entscheidenden Punkt, wo wir merken, jetzt bin ich soweit. Jetzt habe ich verstanden, worum es geht. Jetzt habe ich verstanden, wer Jesus für mich sein möchte. Jetzt habe ich verstanden, warum er sein Leben gegeben hat für mich. Aber jetzt muss ich antworten. Und ich muss Ja sagen zu Gott oder Nein sagen. Und dann kommt diese Entscheidung. Aber sie kommt nicht aus blauem Himmel, sie kommt nicht per Zufall, sie kommt nicht für manche und für andere nicht, sondern sie kommt, weil Gott uns vorbereitet hat und weil er uns an diesen Punkt gebracht hat. Und Gott will das wirklich. Es gibt eine Bibelstelle, die gerade John Wesley sehr, sehr wichtig war in diesem Zusammenhang. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4, da steht: Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist das, was Gott will. Nicht ein paar, die er bei sich haben will, und mit den anderen will er nichts zu tun haben. Er will, dass alle gerettet werden. Er will auch jedem Menschen eine Chance geben. Und wie er das macht, das wissen wir nicht so im Einzelnen, das ist nicht immer so nachvollziehbar für uns, aber ich glaube, er macht es wirklich. Es gibt auch sogar noch die Idee in der Bibel, wenn er es in diesem Leben nicht geschafft hat, dann gibt es vielleicht danach noch eine Chance. Aber jeder kann früher oder später Ja oder Nein zu Gott sagen, weil Gott das will und weil ihm das ganz wichtig ist und weil er deshalb an uns arbeitet, immer wieder, und uns vorbereitet auf diesen entscheidenden Punkt hin. Wenn wir überlegen, wie das so ganz praktisch funktioniert, dann finde ich, ist das ein sehr, sehr schönes Bild. Da wird ein Mosaik zusammengesetzt. Mosaikbilder werden ja nicht so mit dem Pinsel gemalt, sondern die werden aus einzelnen Steinchen zusammengesetzt. Und wenn man so anfängt und die ersten 10 liegen, dann kann man sich gar nicht vorstellen, was da am Ende draus werden will. Und man denkt, hä, komisch. Ist ein bisschen so ähnlich wie so ein 10.000-Teile-Puzzle oder so. Und am Ende, wenn die letzten Steine eingefügt sind, ergibt sich ein wunderschönes Bild. Und hier haben wir ein Bild von Jesus vor uns, und Gott möchte, dass wir alle so ein Bild von Jesus bekommen. Wer ist Jesus? Wer kann er für uns sein? Und dass wir da hinkommen, da muss vieles passieren in unserem Leben. Da werden viele einzelne Mosaiksteinchen zusammengesetzt. Das kann sehr, sehr früh anfangen. In der Kindheit, und es kann sein, es verdichtet sich irgendwann, dann kann sein, es passiert mal eine Weile nichts, aber Gott findet viele, viele Wege, um uns anzusprechen und um uns zu sich zu ziehen. Das kann irgendeine Geschichte sein in der Kinderbibel, die dir deine Oma vorgelesen hat, und die du nicht mehr vergisst und die irgendwann plötzlich wieder wichtig wird in deinem Leben. Das kann ein Gespräch über den Glauben sein, den du mal hast als im Religionsunterricht irgendwo in der Grundschule oder in der siebten Klasse oder so. Das kann eine Begegnung sein, wo irgendwie das Thema Jesus aufkommt. Das kann ein Plakat sein, das du irgendwo an der Straße siehst mit dem Bibelvers drauf. Es kann sein, dass du irgendwie hungrig wirst, danach Bibel zu lesen, und du irgendwann springt dir so ein Bibelvers ins Gesicht und du weißt, hey, das ist genau für mich gemeint. Ich kenne wirklich Leute, die überhaupt bis dahin kein Interesse hatten an der Bibel und die plötzlich dachten, ich muss mich mal mit diesem Buch beschäftigen. Und sie haben angefangen zu lesen und am Anfang nichts verstanden oder mehr Fragen gehabt als Antworten. Und irgendwann hat sie es gepackt. Es gibt diese Geschichte von so einem Mann, der sich eine Bibel schenken lassen hat unter der Auflage, ich darf aus jeder Seite mir eine Zigarette drehen. Hat sie als Zigarettenpapier benutzt. Das ist eine unheimlich schöne Geschichte, fällt mir jetzt gerade ein. Und der schreibt dann so: Ich rauchte Matthäus, ich rauchte Markus, ich rauchte Lukas,
Und bei Johannes im dritten Kapitel hat es ihn gepackt und er ist Christ geworden. Und nicht nur Christ, sondern Mitarbeiter in der Bibelgesellschaft. Gott hat unheimlich viele Wege, uns so irgendwie zu sich zu ziehen. Und auch in unserer Gemeinde gibt es total faszinierende Geschichten, wo Leute so einen ganz eigenen Weg geführt worden sind zu Gott. Und wo dann irgendwann plötzlich sich so ein Gesamtbild ergeben hat und sie wussten, hey, ich will mit Gott leben. Ich sag jetzt Ja zu ihm. Wir haben Leute in unserer Gemeinde, die sagen, ich habe mich 70 Jahre lang nicht für Gott interessiert. Und dann ist meine Frau gestorben und mir ist eingefallen, dass ihr das immer wichtig war. Und dann habe ich mich auf Gott eingelassen, bin zum Gottesdienst gegangen und bin Christ geworden. Mit über 70. Es gibt Leute bei uns, die sagen, ich hatte einen ganz schweren Unfall. Zwischen Leben und Tod bin ich geschwebt. Ich habe ganz viel verloren dadurch, aber dadurch habe ich meinen Frieden mit Gott gefunden. Es gibt Leute, die sagen, ich bin durch 6 oder 7 Länder geflohen als Flüchtling und am Ende in Deutschland gelandet und hier bin ich Jesus begegnet. Und so hat jeder von uns seine eigene Geschichte, wo Dinge aus der Vergangenheit plötzlich sich zu einem Gesamtbild zusammengefügt haben und wir können Ja sagen. Bei mir selber ist es so gewesen, ich bin mit 13 Jahren konfirmiert worden in der Landeskirche und es war furchtbar, diese Zeit des Konfirmationsunterrichtes und was ich da so für Erlebnisse hatte. Und ich habe dann für mich beschlossen, hey, das war's jetzt. Ich werde ziemlich lange Zeit keine Kirche von innen mehr sehen. Ich brauche das nicht. Und das war auch so eine Zeit damals, da wollte es einfach jung sein und hip sein und cool sein und alles. Dieses ganze fromme Zeug hat da gar nicht reingepasst und so. Wirklich. Und ich war wirklich fest entschlossen, hey, dieses Kapitel ist jetzt für mich abgehakt. Jetzt beginnt das echte Leben ohne dieses ganze fromme Zeug und so. Und ich habe es gerade mal ein Jahr durchgehalten. Mit 14 bin ich Christ geworden. Was ist passiert? Das kam nicht von alleine, ne? Das Allerentscheidende im letzten Moment war eigentlich, dass ich so ein paar Schulklassenkameraden hatte, die waren so richtig, die so echte Turbo-Christen. Also die waren so richtig frisch begeistert für Jesus, frisch bekehrt und so. Und die haben bei jeder passenden Gelegenheit irgendwas Frommes dahergebracht und von Jesus erzählt. Und am Anfang fand ich das einfach nur blöd und schräg. Und irgendwann dachte ich, hey, wieso legt sich das nicht? Man muss doch mal wieder normal werden. Was ist da so Besonderes dran? Und ich bin ein bisschen neugieriger geworden. Und dann hatten wir ein Schullandheim und da haben wir, also anstatt da irgendwie nur zu gucken, wie wir uns davon schleichen können, ein Bier trinken oder so, gab es Diskussionen über die Bibel. Und plötzlich dachte ich, hey, ist interessant, was die da alles drin finden, was man da alles drin sehen kann und so. Echt interessant. Und dann haben sie mich immer eingeladen in ihre Jugendgruppe und ich war wirklich, wirklich hartnäckig. Ich habe immer gesagt, nee, das brauche ich nicht, komme ich nicht. Und wieder, die haben bestimmt 15, 20 Mal mich eingeladen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt gucke ich es mir halt mal an. Und am ersten Abend, wo ich dahin bin, hat es mich einfach überwältigt. Wie sie da miteinander gesungen haben, was da für ein Programm war, ich weiß das ja nicht mehr im Einzelnen. Aber es gab keinen Bus mehr, um heimzufahren, weil ich am Dorf gewohnt habe. Dann hat der Jugendleiter mich heimgefahren und wir kamen so in den Glauben. Und der hat irgendwie gemerkt, hey, der ist offen. Der ist weichgekocht, könnte man auch sagen. So irgendwie. Den treibt es total um, diese Frage nach Gott. Und dann hat er mich gefragt, was hindert dich eigentlich dran, Christ zu werden? Dann sagte ich, ich weiß auch nicht, mir fällt nichts mehr ein. Und er hat gesagt, super. Und da war so ein Feldweg an der Straße und er ist reingefahren und er hat mit mir gebetet und seither bin ich Christ. Und ihr müsst ausbaden. Aber es war die beste Entscheidung meines Lebens. Aber wenn ich es dann rekapituliere, dann merke ich, es waren eben nicht nur diese 4 oder 6 Wochen vorher, wo ich mit den Klassenkameraden da ins Gespräch gekommen bin und eingeladen wurde, sondern da hat Gott auch Dinge wieder wachgerufen in meinem Inneren, die viel, viel älter waren.
dass ich da mal bei so einem Krippenspiel der Hirte war. Und was hängen geblieben ist, dass es eine Kinderbibel gab, aus der meine Eltern vorgelesen haben, dass ich eine Zeit lang in den Kindergottesdienst gegangen war und da alles Mögliche an Geschichten mitgenommen hat und so. All diese Dinge konnte Gott aufgreifen und es hat dann so ein Bild ergeben und irgendwann wusste ich, jetzt kann ich eine begründete Entscheidung treffen und ja oder nein zu Gott sagen. Und ich glaube wirklich, dass Gott mit jedem von uns so einen irgendwie gearteten Weg gehen möchte und dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen sollen, dass wir sagen können, ja oder nein. Aber es kommt nicht aus unserem Inneren, es kommt nicht aus unserer Persönlichkeit. Es ist Gnade. Es kommt daher, dass Gott uns vorbereitet, dass er in unserem Herzen arbeitet, dass er bestimmte Fragen für uns wichtig macht, dass er bestimmte Sehnsüchte in unserem Herzen einfach wieder neu entfacht und anschürt. Und dann kommt der Tag der Entscheidung. Und dann sollten wir uns richtig entscheiden. Was hat es für Konsequenzen, wenn wir in dieser Art und Weise sagen, so kommt Glaube zustande. Gott schenkt ihn uns, er arbeitet in unserem Herzen, bis wir Ja oder Nein sagen können. Für uns als Christen, glaube ich, sind zwei Sachen wichtig in dem Zusammenhang. Zum einen macht es uns unsere Verantwortung deutlich, denn jede Kleinigkeit, die wir in das Leben eines anderen Menschen hineinsehen gewissermaßen, wie so ein Samenkorn, kann aufgehen, kann wichtig werden. Du weißt nie, was das, was du heute zu jemand anderem über deinen Glauben sagst, was du erzählst, was Jesus dir bedeutet, was du mit ihm erlebt hast, wo du vielleicht auch nur eine Frage jemandem mitgibst oder für jemanden betest, was es wirklich am Ende bewirken kann. Es kann ein entscheidender Mosaikstein sein auf diesem Weg zum Glauben für einen anderen Menschen. Und ich hoffe, dass ihr wirklich auch diese Verantwortung im Gebet ernst nehmt. Gott will, dass wir für andere beten, vor allem auch für Menschen in unserem Umfeld, die noch nicht glauben können. Für Familienangehörige, für Nachbarn, für Kollegen, für Freunde, betet für sie. Und ich glaube, das kann wirklich wichtig werden für sie. Aber es ist auch eine gewisse Entlastung dabei bei diesem Gedanken. Denn das heißt, immer auf mich allein kommt es nicht an. Gott hat viele, viele Möglichkeiten, in das Leben von Menschen reinzusprechen und sie zu motivieren und zu bewegen. Und auch wenn wir mal was vermasseln, dann ist deswegen noch lange nicht alles zu spät, sondern Gott findet einen neuen Anknüpfungspunkt, einen neuen Ansatzpunkt und eine neue Gelegenheit, jemand ein bisschen einfach zu sich zu ziehen. Und wenn wir diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, wenn wir noch keinen bewussten Anfang im Glauben gemacht haben, dann ist die Frage, die heute einfach auftaucht, ist dies der Tag? Ist heute der Tag der Entscheidung, wo ich Ja oder Nein sage, wo ich links oder rechts gehen sollte? Ich will das niemand einreden, dass es so sein soll. Das müsst ihr selber merken. Und ich glaube, wenn Gott richtig dran ist an euch, dann merkt ihr das auch. Dann ist es irgendwie unausweichlich. Dann muss niemand mehr irgendwie schieben, sondern dann kommt es von alleine, diese Frage. Und es kann sein, dass ihr denkt, hey, ich kann mit Gott nichts anfangen, aber das ist jetzt auch nichts, was mich irgendwie jetzt anspricht. Dann, okay, schiebt es einfach auf die Seite. Aber vielleicht sind auch Leute da, die sagen, hey, Gott hat wirklich an meinem Herzen gearbeitet. Er ist dran bei mir. Ich merke, dass er real ist. Ich merke, dass Jesus wirklich eine Bedeutung hat für mein Leben, das, was er getan hat. Und ich sollte jetzt eine Entscheidung treffen. Will ich mit Gott leben oder will ich es nicht? Und ihr könnt diese Entscheidung in aller Freiheit treffen. Gott zwingt uns nicht, Gott überrumpelt uns nicht. Wenn Gott wollte, dann wäre er so überzeugend, dass wir alle gar nicht anders könnten, als zu glauben. Und der Tag wird kommen, sagt die Bibel, an dem wir alle überzeugt sein werden, dass er der lebendige Gott ist. Und wir werden alle vor ihm niederfallen und die Knie beugen und ihn anbeten. Aber der Tag ist heute noch nicht da. Heute ist der Tag, an dem Gott sagt, hey, ich will, dass du freiwillig und aus Liebe einfach Ja sagst zu mir. Ohne Druck, ohne Zwang. Ich bringe dich nur an den Punkt, bis du es verstanden hast, worum es geht. Und dann kommt deine Entscheidung. Ja oder nein.
Und wenn Leute jetzt da sind, die merken, das ist für mich der Tag heute, dann möchte ich euch die Gelegenheit dazu geben. Ich habe formuliert als zentrale Idee, als Zusammenfassung: Glaube ist ein Geschenk. Wenn Gott es dir anbietet, greif zu. Glaube ist wirklich ein Geschenk. Keiner kann ihn selber machen. Wir können ihn nicht produzieren durch irgendwelche Gedankenakrobatik oder wie auch immer. Sondern Gott spricht in unser Leben rein und wir können darauf antworten. Aber es ist Gnade, die da am Werk ist. Und es ist wunderbar für uns, wenn wir das begriffen haben. Und solange wir leben, wird es immer so sein. Es kommt nicht irgendwann der Punkt, wo du sagst, jetzt musst du dich anstrengen, damit es noch klappt oder so. In alle Ewigkeit leben wir von den Geschenken Gottes und dadurch entsteht Glaube, auch in unserem Leben. Und es gilt erst recht für diejenigen, die sagen, ich habe noch gar keinen richtigen Anfang gemacht mit Jesus. Es gibt diese schöne Bibelstelle in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, da heißt es, Jesus sagt da, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür aufmacht und mich einlässt, mit dem werde ich Gemeinschaft haben und das Mahl mit ihm halten. Er steht vor der Tür, er klopft, er rempelt nicht, er bricht sie nicht ein, obwohl er das locker könnte. Aber wenn du spürst, heute ist der Tag, an dem Jesus bei mir anklopft, dann greif zu. Wir wollen das jetzt so machen, wir schließen alle die Augen, ihr könnt noch einen Moment offen lassen. Und dann werde ich einfach fragen, ob jemand da ist, der diesen Wunsch hat, heute einen Beginn mit Jesus zu machen und im Glauben einen Anfang zu wagen. Und wenn es so ist, dann möchte ich ein Gebet vorsprechen, ihr könnt es einfach nachsprechen und es festmachen. Ich glaube, weil Gott es mir schenkt und weil ich diesen Weg gehen möchte. Kurze Stille. Seid so gut und schließt jetzt alle mal eure Augen und ich frage jetzt einfach, ist jemand da, der merkt, Gott hat mich vorbereitet und ich habe Sehnsucht danach, mit ihm zu leben. Ich will Ja sagen zu Gott. Dann hebt einfach mal kurz die Hand und ist jemand da? Okay, ich habe jetzt keine Hand gesehen, aber wir wollen trotzdem diese Gelegenheit geben, falls jemand doch Ja sagen möchte und jetzt einfach nicht gestreckt hat. Für alle anderen schade ist nichts, das nochmal deutlich festzumachen. Ich bete und sprecht mir einfach nach, so halblaut oder laut. Danke für deine Gnade, Gott. Danke, dass du mich annimmst, so wie ich bin. Danke, dass du mir alles vergibst. Dass du meine Vergangenheit bereinigt hast. Ich will Ja sagen zu dir. Ich lege mein Leben in deine Hand. Komm. Und ergreife du Besitz von meinem Herzen. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich uns so zeigst, an vielen, vielen Stellen in der Bibel und auch in unserem eigenen Leben, in der Erfahrung, dass du nicht locker lässt, solange wir noch eigene Wege gehen. Danke, dass du so viel Sehnsucht danach hast, uns bei dir zu haben. Danke, dass du dir so viel einfallen lässt, dass du so unendlich kreativ darin bist, uns aufmerksam zu machen auf dich, uns neugierig zu machen, uns Fragen zu machen, uns suchen zu machen. Und danke, dass du uns alle an diesen Punkt gebracht hast oder bringen kannst und möchtest, wo wir sagen können, ja, ein Leben mit dir ist das Beste, was mir passieren kann. Hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns,
weiterzugehen mit dir. Und danke, dass wir, egal wo wir hingehen, egal wie lange wir Christen sind, egal wie alt wir werden, immer aus deiner Gnade leben werden. Und dass der Glaube, den wir haben dürfen an dich, immer von dir selber hervorgerufen wird, ein Geschenk ist, auf das wir uns gründen dürfen. Danke dafür. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein